Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Frostpunk. So, erst einmal ein Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mir viel, damit helft ihr mir und dem Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So, der Sturm zieht auf. Die 8000 habe ich ja gesagt, die kriege ich nicht hin, die kriege ich auch nicht hin. Das ist zu viel. Aber ist eigentlich auch wurscht, brauche ich nicht, weil die Automatonen arbeiten ja auch in der Kälte weiter. Daher, who cares. Forschungstechnisch läuft es eigentlich ganz gut. Wir machen gerade hier die Reichweite, danach kommt die Effizienz und ich denke, das wird dann schon halbwegs passen. Momentan ist sie noch erträglich. Ich glaube, in der nächsten Stufe fällt es auf kühl runter. Kühl ist mir Latte, weil ja, kühl mir halt Latte ist. Und was ist denn da hinten? Irgendwas da hinten ist doch auf kalt gesunken. Das Pflegeheim. Dammit. Du kriegst keine Heizung. Ich dachte es mir doch schon. Wieso geht das Symbol nicht weg? Naja, so. Baue ich jetzt noch einen oder nicht? Nee, noch nicht. Ich würde aber gerne. Wir warten aber auf Stahl. Was? Nee, keine Lust. Ja, die Unzufriedenheit steigt halt ein bisschen. Who cares? So. Da ist nicht mehr so viel drauf. Ich könnte mal den hier ganz kurz dahin stecken. Dass er da mal wieder auffüllt. Weil der hier hat jetzt. Der ist voll, das passt. Und irgendwann mal baue ich ja noch einen. So, jetzt über Nacht kommt dann eh. Ich hätte das Gesetz, die Forschung irgendwann mal durchziehen sollen, dass die weniger kosten. Das hätte sich mittlerweile schon rentiert. So, der wird gut aufgefüllt. Der hier verbraucht gut. Aber wir haben massiv Überproduktion. Aber es wird jetzt wieder kälter. Es wird jetzt erheblich kälter. Okay. Minus 80. Ist der eigentlich noch in irgendeinem Dampfkern-Dingensbummens drinnen? Ich glaube nämlich nicht. Naja, irgendwann mal. Kalt hier zu Hause, schlechtes Essen. Was forschen wir denn gerade? Dampfkernreichweite. Ja, passt. Okay, Automaton ist am Bauen. Das gefällt mir. So, wir haben das erforscht. Wie schaut es jetzt mit der Kohle gerade aus? Ui. Ui. Das ist wichtig. 33% weniger Kohle. Das ist auf jeden Fall hart wichtig. So. Weil das war jetzt gerade ganz schön teuer. Aber das Ding ist jetzt wieder in einem Bereich. Kann ich mir eigentlich irgendwie diese Dampfkernbereiche angucken? Nicht das. Ich wollte eigentlich. Außer Betrieb. Okay. Okay, dann kriegt halt dieses Mal Heizung. Was soll's? Ich glaube, das hat jetzt meine. Okay, mal. Okay. Nice. Und an. So. Das tut jetzt nämlich rund um die Uhr. Ich bin jetzt so gespannt, was passiert, wenn die zwei Missionen hier gleich simultan verkackt werden. Und bei meinen Automatonen ist mittlerweile echt ganz schön Stau. Also wir produzieren aber wirklich gut, also holy moly. Okay. Wir haben versagt. Was? Was? Geil.
Mhm. Mhm. Tja, geil. Tja, wir haben tatsächlich versagt. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, warum wir versagt haben. Haben wir versagt wegen den 8000 Kohle? Was ich beim besten Willen nicht gewusst hätte, wie ich das hätte machen sollen, weil 8000 Kohle ist echt heftig. Ne, wegen der neuen Manchester-Geschichte. Ich hätte da gleich instant sein sollen. Macht das, kümmert euch da um euch selber. Fuck. Ja. Geil. Geil. Das heißt eigentlich fast, dass ich Will nicht laden muss. Wir haben auch ein neues Szenario. Die Flüchtlinge. Um Gottes Willen, das hört sich ja schon mal geil an. Das heißt eigentlich fast, ich will nicht laden. Da waren wir weit, weit, weit hinten. Und wirklich neu Manchester betanken. Alter Schwede. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wie weit hinten waren wir denn da? Vier Automatonen. Ich muss mich da erstmal ein bisschen zurechtfinden jetzt. Stahl haben wir noch genug. Die hier. Ich weiß gar nicht, wo sind die denn? Die sind da hinten irgendwo. Okay, das heißt, ich muss denen 600 Stahl. Ich muss dann eh erstmal das Expeditionsding ganz erforschen, oder? Dann kann ich das schon bauen. Fabrik, Werkstatt. Ich muss erstmal einen Außenposten erforschen. Oder wie läuft das? Oh Mann, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert. Weil normalerweise dachte ich, wäre das hier irgendwo gewesen. Rohstoffe, Nahrung und Unterkünfte. Die Heizung wird gerade erforscht. Ach, hier hatten wir noch Probleme mit Kohle. Das haben wir dann irgendwann mal behoben. Das heißt, wie viel wollen die? 600 Holz, 600 Stahl. 600 Holz, 600 Stahl. Baue ich gerade einen? Ja, ich baue gerade einen. Ich weiß gar nicht mehr, für was ich den gebaut habe. Die hier sind am Arbeiten. Da arbeitet einer. Stahl, 600 Holz, 600 Stahl. Eine Hilfsexpedition. Ich weiß wirklich nicht. Wie ich das fixen soll. Da bin ich gerade wirklich am Rätsel, weil ich stelle ein Automaten mit 600 Stahl, 600 Holz bereit und sende die Hilfsexpedition. Muss ich dann quasi... Muss ich dann quasi das hier erforschen? Automatonspäher. Das schaut fast so aus, oder? Das schaut fast so aus. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, Leute. Aber okay, das müssen wir ganz offensichtlich machen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um uns. Und danach bauen wir direkt Depots auf, damit... Ja, damit wir nicht komplett verkacken. So, was wollt ihr? Ich bin froh, dass ich helfen konnte.
der hier tut, der kommt gleich raus. Das gefällt mir. Hat nicht mehr viel, leider. Ach, Moment. Das muss nicht gebaut werden. Weil hier sind noch Menschen. Nein. Da ist ein Automaton drauf. Okay, der befüllt gerade erst das Feld. Alles klar. Dann kann ich das andere Ding doch bauen. Dammit. Nicht Kohlemine, sondern Kohlegenerator. Ja, und irgendeine Forschung müsste ich, glaube ich, reinpressen. Ja, machen wir mal das. Und dann brauchen wir auf jeden Fall zwei Depots. Forschen. Weiter. Ne, die brauche ich jetzt nicht. Nimm das hier. So. Da, bei der Pistenraupe ist wahrscheinlich wieder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit von wegen. Na, sagt schon. Dampfkerne oder irgend sowas drin und die sind jetzt eigentlich auch echt Latte. So, die hier sind noch okay. Das passt. Momentan, glaube ich, sind wir voll. Ja, wir... Läuft nicht gerade ganz so rosig. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin vorsichtig optimistisch. Wie effizient sind unsere Automatonen denn momentan? 65. Das heißt, die Forschung hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Alter Schwede. Da sind wir noch ein gutes Stückchen hinten dran. Kann ich tatsächlich sagen. Aber es wird eh gleich wärmer, daher ist das dann halb so wild. So, und da darf direkt ein Automaton drauf. Okay, 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 okay. Noch ganz, ganz okay. Und die Schlitten, habe ich die? Ja, die habe ich. Die habe ich zumindest schon mal. Das ist ja schon mal was. Das ist ein Anfang. Ah, die Rohstoffe für diese Arschficker da bereitstellen, das wird echt ein Spaß. Das wird ein Mordspaß, Leute. So. Hier gibt's nichts. Dann dahin und wir gehen wieder in die Stadt. So, wie schaut's hier aus? 448. Ja, bald sammelt er wieder, das ist okay. Wie gesagt, die 8000, die kriegen wir dann eh nicht hin. Die haben wir vorher nicht hingekriegt, die kriegen wir jetzt nicht hin. So, wir sind jetzt fast okay. So. Krankenhäuser, glaube ich, habe ich auch noch nicht, oder? Nee, habe ich noch nicht. Könnte ich aber theoretisch. Baracken wollte ich ja auch. Okay, jetzt bald können wir auf jeden Fall die Heizung ausmachen. Erforschen, Rohstoffe nehmen. Und ich glaube, ich hatte dich dann zwar dahin geschickt, aber musste es abbrechen, weil es nicht mehr begehbar war. Irgend sowas war doch da. Und auf Stahl haben wir halt momentan auch noch keinen am Arbeiten. Wir haben überlegen, baue ich noch schnell einen Automaton, den wir auf Stahl schicken, weil sonst kriege ich keinen Stahl zustande. Das ist schlecht. Gerade in Bezug dessen, dass... wir ja so viel liefern müssen. So, das Freudenhaus. Okay. Und bald fangen sie auch an mit... Ich verstehe. Und bald fangen sie auch an hier... Was wollte ich denn gerade sagen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Man sieht, so verwirrt bin ich schon. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir dann wirklich sparen sollen. Automaton ist fertig. Und was? Nee, ist nicht fertig.
Automatenspäher ist fertig. Rohstoffe. Das hatten wir schon. Das brauche ich jetzt gar nicht. Das brauche ich auch nicht. Hier die Krankenhäuser, das wäre eigentlich ganz nett. Danach ging es mir eigentlich ziemlich gut. Kostet auch nur 10 Stahl. Komm, das machen wir jetzt auch. Wie schaut es mit dem Automaton aus? Ich hoffe, der wird heute noch fertig. So. Nimm mit, was du zum Mitnehmen hast. Dann kommst du her und go for it. Der hier darf aufhören und da weitermachen. Okay. Und der hier ist bald fertig. Sehr schön. So. Gib ihm. Das heißt, wir sollten jetzt Stahl kriegen. 600 Stahl, das wird eine Portion, Leute. Ich bin mir am Überlegen, ob ich dann die Effizienz direkt steige. 2,6 die Stunde. Okay. Ach, kann ich noch gar nicht. Da fehlt uns Stahl. Alles top. Da beißt sich der Hund in den Schwanz. Das Dreier wäre tatsächlich echt eine Idee. Oder halt hier erstmal das Krankenhaus. Wobei 3 glaube ich besser wäre, weil dann kann ich die Automatonen effizienter machen. Und das ist schon einiges wert. Das wäre tatsächlich einiges wert. Da bin ich jetzt echt am Überlegen. Das kostet halt schon wieder so viel Stahl. Okay. Was wollt ihr? Darum kümmere ich mich jetzt nicht. So. Was ist denn jetzt schon wieder? Dass die permanent irgendeinen Rotz von mir einwollen. Okay. Dampfkern und Stahl. Sehr schön. Dann. Wie viel hast du? 400 Holz, 116 Stahl. Du hast 139 Stahl, 105 Holz. Dann darfst du auf jeden Fall noch hierher gehen. Du darfst. Du darfst nach Hause gehen. Jetzt geh halt weg. Das ist schon wieder eingefroren. Und wir bauen hier Rohstoffdepots. Hilft nichts. Habe ich zwar überhaupt keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, hilft nichts. Weil wir müssen die Kapazitäten für Holz und für Eisen ein bisschen erhöhen. Und jetzt in der Nacht bietet sich tatsächlich an. Weil da machen die Kasperlköpfe ja eh nichts anderes. So, da machen wir 300 Holz. Wie viel kann ich jetzt dann insgesamt aufnehmen? Rohstoffe. Holz kann ich 600 aufnehmen, Stahl kann ich nur 300. Dann könnten wir direkt noch eins bauen. Rohstoffdepot. Ach komm, stellen wir es halt hierher. Ist ja wurscht. Auch eins für Stahl. Oh, die Unzufriedenheit ist gerade brutalst. Das hier kann ich wieder ausschalten, glaube ich. Ja. Das hätte ich schon viel früher machen können. Das hätte ich nämlich tatsächlich schon viel früher machen können. So. Und da setzen wir dann Stahl rein, nämlich in das Lager. Und dann sammeln wir. Ein weiterer Automat haben wir halt auch eine Idee für ein weiteres Stahllager. Das ist jetzt hier gerade tatsächlich die Frage, was mache ich? Baue ich hier lieber nochmal eine Mine? Oder
Ja. Oder spare ich jetzt instant. So, wie schaut's mit der Kohle aus? Kohle ist okay. Wie schaut's mit der Nahrung aus? Das ist nicht ganz ideal, aber das passt schon halbwegs. Der kommt, irgendeiner kommt dann eh mit Rohnahrung zurück. Aber jetzt sollten wir doch genug speichern können, oder? 600, 600. Perfekt. Perfekt. So, meine Freunde, damit sind wir aber auch am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.